Guten Tag, mein Name ist Luca Riccardi. Ich bin Geschäftsführer der Tecnomed Italia. Im heutigen Video möchte ich über die Einrichtungslinie Handy Surgery berichten. Dabei will ich banale Details übergehen und mich stattdessen interessanten Einzelheiten und Lösungen widmen, die bei dieser Einrichtungslinie zum Einsatz kommen. Zunächst möchte ich die Möbel erläutern, in denen die Instrumentenwagen Aspirol und Maycard untergebracht werden. Dabei handelt es sich um 1,5 Meter lange Zeilen mit einer Breite von 65 cm. Das Besondere dabei ist die Höhe, denn normalerweise sind die Möbel einer Zahnarztpraxis 950 bis 990 mm hoch, während unsere Schränke ganze 1020 mm hoch sind. Dafür haben wir uns entschieden, weil in der Chirurgie im Stehen gearbeitet wird, weshalb eine höhere Ablage um einiges bequemer für den Chirurgen ist. Im Einzelnen ist das Modell Aspirol mit einem Unterschrank mit Tür und einer Tiefe von 50 cm mit drei Regalböden aus Glas ausgestattet, neben dem sich ein Element mit zwei Klapptüren befindet, hinter denen der Wagen Aspirol verborgen ist. Wenn die Struktur momentan nicht für die zahnärztliche Behandlung, sondern für einen anderen Fachbereich verwendet und daher der Wagen nicht gebraucht wird, verschwindet dieser einfach im Innern des Aspirol-Möbels. Dafür müssen lediglich die Wasserspender für Becher und das Speibecken abgenommen werden, die autoklavierbar sind. Und sofort kann der Wagen in den Schrank geschoben werden. Auf diese Weise erscheint der Raum sauber, ordentlich und steril vor dem Auge des Betrachters. Und nun zum Möbel Maycard, das sich vom Modell Aspirol nur dadurch unterscheidet, dass es anstelle des Elements mit Schranktür eines mit sechs Schubladen umfasst. In diesen sechs Schubladen befinden sich Wannen mit zwei, vier oder einem einzigen Fach zur Aufnahme sämtlicher Instrumente. Auch in diesem Fall verschwindet der Maycard-Wagen hinter zwei Klapptüren. Nun weiter zu zwei Möbelkompositionen unserer Linie Chironox. Diese sind dazu bestimmt, nebeneinander aufgestellt zu werden. Einmal mit dem Schrank Matrix und daneben der Waschbeckenunterschrank Sterila. Weshalb wurden diese beiden Möbeltypen entwickelt? Heutzutage kann in der Zahnarztpraxis auf einen Monitor oder einen PC zur Konsultation der elektronischen Patientenakte sowie der Röntgen-, Panoramaschicht- oder CT-Aufnahmen nicht mehr verzichtet werden. Was geschieht daher? Das führt dazu, dass in den meisten Praxen ein Monitor an der Wand hängt und Tastatur und Maus auf der Ablage liegen. Tastatur und Maus sind keine hygienischen Komponenten. Daher sind der Arzt oder die Praxishelfer dazu gezwungen, diese beiden Geräte in Klarsichtfolie zu hüllen. Und das sieht in den Augen des Patienten ja nicht besonders professionell aus. Hängt ein Monitor an der Wand, bedeutet dies ferner, dass sich dahinter Staub und andere Verunreiniger ansammeln. Daher haben wir den Schrank Matrix entwickelt. Es handelt sich um eine aus drei Elementen bestehende 1,5 Meter lange und 65 cm tiefe Zeile. Unten rechts am Bildschirm befindet sich das Symbol des Konfigurators, mit dem sich das Möbel Matrix gestalten lässt. Hier ist zu sehen, dass das erste Element, ein Schrank mit Tür, obligatorisch ist, denn es enthält drei Glasböden, die ideal für die Unterbringung des PC geeignet sind. Die anderen beiden Elemente können Schränke mit Schubladen oder Flügeltüren sein. Was ist das Besondere an diesem Schrank? Im Innern von Matrix ist ein motorisierter Monitor untergebracht, der per Fernbedienung ausgefahren werden kann. Hier ein 43 Zoll Monitor, die maximale Breite für diesen Schrank. Bei diesem System versteht es sich von selbst, dass der PC-Monitor, wenn er nicht gebraucht wird, einfach im Schrank verschwindet.
Bei der Verwendung ist hingegen genau zu betrachten, wie er verwendet wird. Was soll das heißen? Zuvor haben wir von der Klarsichtfolie über Tastatur und Maus gesprochen. Matrix verfügt hingegen über eine virtuelle Hightech-Tastatur, die auf diese Oberfläche projiziert wird, welche mit 135 Grad sterilisiert werden kann. Danach wird sie an dieser Stelle eingesetzt, wo nun die projizierte Tastatur zu sehen ist. Diese Tastatur verfügt auch über eine Funktion zum Ersatz der Maus. Warum? Ja, falls der Arzt während einer Operation aus irgendeinem Grund den PC konsultieren möchte, müsste er normalerweise die Handschuhe ausziehen und eine in Klarsichtfolie gehüllte Tastatur verwenden. Hier kann er hingegen unbesorgt diese mit 135 Grad sterilisierbare Oberfläche berühren. Das gewünschte Suchen, bearbeiten und Daten eintippen. Danach wird die Fläche zur Sterilisation übergeben. Viele Kollegen bestellen gleich mehrere dieser Flächen, damit sie diese auswechseln und sofort für einen weiteren Eingriff bereit sein können. Falls Sie sich für den PC von Technomed Italia zum Einsetzen in den Schrank Matrix entscheiden, können Sie unbesorgt sein, denn dieser verfügt über WLAN, so dass er sich problemlos und einfach mit dem Datennetz der Praxis verbinden lässt. Die Höhe beträgt, wie für alle anderen Chironox-Möbel, 1020 mm. Ein weiteres erwähnenswertes Detail sind die Schubladen, deren Führungen alle über eingebaute Stoßdämpfer verfügen, die automatisches, langsames und leises Schließen gewährleisten. Und weiter nun zum letzten Element, dem Schrank Steriler. In der Zahnarztpraxis ist man gewohnt, ein Waschbecken im Behandlungsraum zu haben. Im OP-Raum sind hingegen alle gewohnt, einen Handwaschbereich außerhalb des Operationssaals zu haben. In Zusammenarbeit mit Zahnärzten haben wir eine Lösung für diese Problemstellung entwickelt. Nämlich dieses Möbelstück. Warum? Ein Waschbecken im OP-Raum ist nicht hygienisch. Wir wissen jedoch alle, dass in den meisten Zahnarztpraxen kein Platz für einen gesonderten Handwaschraum außerhalb des Behandlungsraums vorhanden ist. Mit diesem Möbel haben wir das Problem gelöst. Wie Sie sehen, handelt es sich um ein versenkbares Waschbecken. Und weshalb ein versenkbares Waschbecken? Nach dem Händewaschen wird dieser Bereich normalerweise nicht mehr benutzt. Wir wissen jedoch ganz genau, dass der Platz eigentlich gut gebraucht wird. Je mehr Ablageflächen in einem OP-Raum vorhanden sind, umso bequemer lässt es sich arbeiten. Daher haben wir die Möglichkeit geschaffen, den Schrank nach dem Waschen zuzuklappen und als Ablage zu verwenden. Zurück zum Waschbecken. Dieses ist 80 cm breit, denn es muss genügend Raum bieten, um die Ellbogen zu waschen. Zugleich ist es abgesenkt und diese beiden Seitenwände dienen als Spritzschutz. Der Wasserhahn ist elektrisch, aber das wichtigste von Technomed Italia patentierte Detail ist die UVC-Sterilisation. Was heißt das? Sie sehen, hier ist ein Gitter vorhanden, hinter dem sich eine UVC-Lampe befindet, die in Funktion tritt, sobald Steriler zugeklappt wird, beziehungsweise über Nacht. Sobald Steriler nach dem Händewaschen zugeklappt wird,
tritt daher die Lampe ca. 30 Minuten lang in Funktion, wodurch die Bakterienkonzentration im Waschbeckenbereich extrem niedrig gehalten wird. Wir haben bereits erwähnt, dass die UVC-Lampe auch über Nacht in Funktion tritt, denn der sterile Schrank ist für einen Sterilisationszyklus von 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens programmiert. Während dieser 3 Stunden sorgt die Wirkung der UVC-Lampe dafür, dass die Bakterienkonzentration am Waschbecken niedrig gehalten wird, sodass dieses bei Beginn der OP-Tätigkeit am Morgen perfekt steril und gebrauchsbereit ist. Der Waschbeckenunterschrank wird durch 2 40 cm breite Türen verschlossen. Zusammenfassend erhalten Sie mit dem sterilen Möbel ein 80 cm breites Waschbecken, das, wenn es nicht gebraucht wird, in eine Ablagefläche umfunktioniert wird. Eine optimale Lösung, um die uns viele beneiden. Bevor wir zum Schluss kommen, noch eine weitere wichtige Sache. Wir haben stets bekräftigt, dass Tecnomed Italia bestrebt ist, die ideale Zahnarztpraxis für Sie zu gestalten und zu entwickeln. Im Konfigurationstool ist nicht alles vorhanden. Darüber brauchen Sie sich jedoch keine Sorgen zu machen, denn wir können die Möbel auch nach Maß fertigen. Zum Beispiel haben wir von 1,5 Meter langen Zeilen gesprochen. Falls jedoch in Ihrer Praxis eine 2,20 Meter lange Wand vorhanden ist, sind wir problemlos in der Lage, eine personalisierte Schrankzeile mit einer Ablagefläche von 2,20 Metern zu entwickeln. Wenden Sie sich dazu gerne an den für Ihr Gebiet zuständigen Vertriebspartner, den Sie hier mit einem Klick finden. Damit schließe ich fürs Erste. Bis zum nächsten Video. Herzliche Grüße von Luca Riccardi. Auf Wiedersehen!